Hallo, ich bin Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Aus gegebenem Anlass heute am 19. August 2012 möchte ich hier folgenden Artikel, den ich gerade veröffentlicht habe, auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com euch hier auch auf Video weitergeben, nämlich mit der Überschrift: Sollen Bürger in der BRD von der Bundeswehr getötet werden? Und da heißt es im Artikel: Die bereits in den USA unheilvoll und nach dem vermutlich durch NWO gelenkte eigene Sprengung der World Trade Center in New York, genannt 9/11 oder 11. September 2001, die daraus entstandene sogenannte DHS, Department of Homeland Security, die, wie kürzlich berichtet, selbst massiv Milliardenschuss von Munition für inländische Zwecke eingekauft hat, soll nun auch in der BRD eingeführt werden. So verlauten vielfältige Veröffentlichungen in den neuen und in den Matrix-Medien nach dem aufsehenerregenden Urteil, das erst kürzlich vom Bundesverfassungsgericht gefällt wurde und das den Schusswaffeneinsatz der Bundeswehr im Inland nun ganz offiziell erlaubt. Ein riesiger Skandal, wenn man weiß, was die Ursprungsaufgaben dieser reinen Verteidigungsarmee einmal waren. Nun soll also diese neue DHS, deutscher Heimatschutz, also gegen die eigenen Bürger auf dem deutschen Teilgebiet der BRD nicht nur aufgebaut, sondern vor allem eingesetzt werden. Genau wie überall auf dem Einflussgebiet der NWO-Bankster schlottern den Verantwortlichen die Knie. Und sie werden sich Tag für Tag bewusster, dass sie für ihre Verbrechen, für ihre Missetaten möglicherweise vom Volk selbst, vom Souverän, zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Sie wissen ja, was und für wen sie arbeiten, und es schleicht sich auch bei ihnen inzwischen das Gefühl ein, dass es sich um solche Ungeheuerlichkeiten handelt, die sich die Bürger, das Volk irgendwann nicht mehr gefallen lassen werden. Eine riesige Aufwachwelle findet derzeit statt. Immer mehr Menschen erkennen die wahren Absichten des Bankster-Gesindels, die niederträchtigen Gedanken, die sich hinter dem ESM, der Globalisierung, der Monopolisierung, der Kontrolle, der Entrechtung, den Kriegen, dem Entzug von Meinungs- und Redefreiheit, der Willkür bei Gerichten, den Polizeibrutalitäten im Auftrag des Schuldgeldkapitals handelt. Denn war es nicht auch das Bundesverfassungsgericht, das den BRD-Regierenden gerade mit dem Urteil vom 25.07.2012 aufgezeigt hat, dass sie nicht konstitutionell, das heißt also illegal, regieren? Was also steckt anderes dahinter, als dass die Bundeswehr, die ohnehin ihren Ursprungsauftrag verloren hat, illegal Kriege außerhalb des eigenen BRD-Territoriums führt, die inzwischen ihre Hauptschlagader, die Information und die IT an private, globale Unternehmen, die mehrheitlich den Bankstern gehören, aus der Hand gegeben hat? Glaubt jetzt irgendjemand im In- oder Ausland noch an den Weihnachtsmann? Oder wird inzwischen jedem klar, dass sich die Bankster über die korrupten Regierungen in der BRD und anderswo mittels des von Steuergeldern finanzierten Militärs gegen die meuternde Bevölkerung zur Wehr setzen bzw. sich schützen lassen will? Ist irgendwer noch so naiv zu glauben, dass eine Bundeswehr, ausgestattet mit der Lizenz zum Töten der eigenen Bevölkerung, das nicht auch ohne mit der Wimper zu zucken tun wird? Leute, wacht auf! Es ist Zeit zum Handeln. Werdet aktiv, friedlich und absolut rechtlich einwandfrei.
Also wer es noch nicht getan hat, hier könnt ihr euch die Vollmachten ausdrucken lassen und dann bitte entsprechend ausfüllen und einsenden an die vereinigtenselbstverwaltung.org. Den Link findet ihr bei mir auf dem Blog myawakeness.wordpress.com. Der Link ist hier auch dann in der Beschreibungsbox unterhalb des Videos zu finden. Und da finden sich natürlich auch weiterführende Links mit Hintergrundinformationen zum gesamten Thema. Also, aufwachen, handeln. Hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ich bin immer auf Sendung am Dienstag und am Donnerstag 16 bis 18 Uhr live. Und ihr könnt mich erreichen unter wakenews.net, Wake News Radio. Bis dann. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Heute ist der 20. August 2012. Ich möchte euch folgende Informationen weitergeben, die ich heute veröffentlicht habe auf mywakenews.wordpress.com mit dem Titel BRD Regierung und Bundeswehr im Krieg. Und wir wissen, dass wir alle an einem entscheidenden Weg stehen hier für die Zukunft unserer Gesellschaft, unserer Welt, unserer Familien, Freunde und Bekannte. Es geht um unser Leben und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Informationen miteinander teilen. Und im Text hier heißt es, nun wissen wir ja alle inzwischen, nicht nur durch die Sendungen bei Wake News Radio und TV, dass die BRD seinerzeit in der Rothschild-Villa in Frankfurt am Main gegründet wurde. Wir wissen inzwischen auch, dass die Bundeswehr von einer reinen Verteidigungsarmee zu einer Söldnereinsatztruppe umgebaut wurde und die Schlagader dieser Armee, die Informations- und IT-Bereiche, in den Händen globaler Unternehmen im Besitz von Großkapitalisten mit weltweiten strategischen eigenen Plänen ist. Hervorzuheben sind hier die globalen Unternehmen Siemens, wir denken da auch an den Stuxnet-Cyberangriff, der übrigens von Obama befohlen wurde. Also Obama kann auch Siemens hier beeinflussen. Und IBM. IBM ist eine, ja, nicht nur eine große Unternehmung, sondern natürlich auch eine Frontorganisation von US-Geheimdiensten, wie inzwischen ja überall bekannt ist. Nun muss hier jeder vernünftige, klar denkende Mensch eine einfache Korrelationsfunktion vornehmen. Einerseits Großkapital, Rothschild, NWO, Geheimdienste, militärisch-industrieller Komplex, Kriege, Tod, Überfall, Raubzug, Waffen und vieles mehr. Da wir ja auch inzwischen wissen, dass die BRD kein souveräner Staat, sondern allenfalls eine NGO, das heißt Nichtregierungsorganisation ist, und wie jüngst sogar vom eigenen höchsten Gericht, dem Bundesverfassungsgericht, festgestellt wurde, gar keine konstitutionelle Regierung hat, das heißt von illegalen Privatleuten mit Lobbyinteressen, allen voran hier die internationalen Bankster-Organisationen regiert wird, die sich natürlich ob dieser Situation bewusst einen Dreck scheren um die Wünsche und die Interessen der zahlenden, aber nichts ahnenden Bürger, braucht man sich nicht zu wundern, dass diese Privatarmee jetzt auch ganz offen, sogar zitiert in den Matrix-Medien, Krieg führt. Angesichts dieser mentalen Vergewaltigung und des Missbrauchs der gutmeinenden Bevölkerung in der BRD muss der inzwischen erwachte Mensch nicht nur vor Entsetzen aufheulen, sondern muss schnellstens mithelfen, die noch träumenden, im Tiefschlaf des Nichtbewusstseins verharrenden Mitmenschen, Mitbürger aufzurütteln, bevor noch Schlimmeres geschieht
und die aus diesen verbrecherischen Angriffskriegsaktivitäten der Bundeswehr im Kontext ihrer verbündeten korrupten Militärs den Dritten Weltkrieg hier direkt zu uns bringen, indem uns möglicherweise bald selbst Raketen und Geschosse mit schmutzigen und vernichtenden Inhalten hier zu Hause heimsuchen und um die Ohren fliegen. Die Bundeswehr spioniert schon seit langem im Nahen Osten, seit Irak und Afghanistan, als Folge von 9/11 oder vom 11. September 2001, ist selbstverständlich jetzt auch in Syrien aktiv, hat dort Geheimkommandos, bereitet den Kriegseinsatz dort mit vor, hat offiziell bereits Marineschiffe vor Ort, unterstützt die dort als oppositionelle Kräfte getarnten Al-CIA-da und Taliban-Kämpfer, die als gut bezahlte Söldnertruppen im Auftrag Rothschilds dort ihr blutiges Unwesen treiben, finanziert und mit Hightech-Waffen der westlichen NATO-Staaten und anderer Mitverdiener, hier auch Österreich und Schweiz, der Dritte Weltkrieg mit BRD, leider damit auch deutscher, Beteiligung, ist nur noch einige Millimeter entfernt. Leute, es ist höchste Eisenbahn. Es ist unsere letzte Chance, hier noch einzugreifen, bevor Pandoras Büchse so weit offen ist, dass wir das Übel nicht mehr unter Kontrolle halten können. Unsere Familien, unsere Kinder, Freunde und Bekannte werden es uns danken. Auf der Veröffentlichung bei mywakenews.wordpress.com könnt ihr dann auch die Vollmachten für die VSV ansehen, ausdrucken, ausfüllen und bitte im Original immer an die Hauptgeschäftsstelle einsenden und nicht per E-Mail oder Fax oder sonst irgendetwas. Geht also nur im Original. Der Link ist dort aufgeführt zu den Vereinigten Selbstverwaltungen. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Meinungs- und Pressefreiheit sind inzwischen so dermaßen unter Attacke seitens der Mächtigen hinter den Kulissen, die sich in Panik vor der Aufdeckung befinden, dass weltweit Aufklärungsmedien wie WikiLeaks, Infowars, Drudge Report und natürlich auch Wake News nicht nur ausspioniert, sondern drangsaliert und bedroht werden. So ist auch das US Department of Homeland Security, abgekürzt DHS, ständiger Gast bei Wake News in den Statistiken. Hier müssen wir alle durch Öffentlichkeit dafür sorgen, dass uns unsere natürlichen und grundsätzlichen Rechte weder eingeschränkt noch weggenommen werden. Helft mit und verbreitet diese Informationen so weit und breit wie möglich. Ich danke euch. Also ihr findet all die Links zu den Hintergrundinformationen dann auch in dem Artikel bei mywakeness.wordpress.com. Und ich bin spätestens immer dienstags und donnerstags 16 bis 18 Uhr live auf Sendung. Also bis dann. Das war Detlef von Wake News Radio und TV. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Gerade noch so eine Störung. Hey, das ist heute wieder richtig spannend, oder? Mit dem Detlef, ob das überhaupt klappt hier mit live. Aber wir haben heute den 28. August 2012, deswegen könnt ihr wissen, dass es live ist. Ne? Hey, wir hatten alles getestet gestern. Alles lief hervorragend. Alles war super eingestellt. Ich habe dann einfach nur das Ding wieder ausgemacht und habe das da hingestellt und das war's. Ne? Und was passiert? Nix lief mehr. Überhaupt nichts. Ich habe da mehrere Stunden dran rumgebastelt und dann hatte ich jetzt eben gerade mal hier auch die Milene schon hier drin. Die wollte auch noch mal gucken, was da los ist hier. Und dann haben wir das hier irgendwie zusammen gefummelt, dass es irgendwie läuft. Ne? Aber na gut. Ja, ich habe euch schon mal eben eingespielt hier zwei wichtige Beiträge, die ich auch das letzte Mal eigentlich schon haben wollte. Was soll ich da sagen? Ich habe da ganz wunderbar eigentlich einspielen wollen, dass ihr also das hier unbedingt hinkriegt, auch mal zu hören, was ich hier noch zu sagen hatte, was ich eigentlich schon lange senden wollte. Ne?
aber noch nicht geschafft hatte, eben weil mein ganze letzte Mal ist, also ist ja schon spannend, was ich alles erlebe hier bei mir. Da ist die ganze Hardware ausgefallen. Ne? Am 21. wollte ich ja schön senden. Ne? Eigentlich das Thema, was wir noch gar nicht abgearbeitet haben. Ne? Aber dann brach mein System hier zusammen. Die ganze Hardware war vorüber, hinüber, vorbei, auf und davon. Und dann hatte ich natürlich echte Mühe, habe das versucht hinzukriegen und das war nicht mehr zu reparieren. Dann musste ich mir irgendwo Mittel besorgen und der eine oder andere konnte mir was kurzfristig spenden, damit ich da wieder hinein irgendwie da was hinstellen konnte. Und jetzt habe ich dann, das jetzt war die Hardware wieder okay, ja. Also habe gedacht, jetzt läuft's. Und was ist? die Software lässt mich im Stich. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es muss so sein. Ne, oder? Ja gut, also jetzt haben wir da so lange dran rumgefummelt. Immerhin sind wir noch in der Sendezeit. Ne? Komm, hier, Leutchen, es ist 16.30 Uhr, das ist alles noch in Ordnung, oder? Hä? Das ist doch wunderbar, geben wir uns einen Applaus. Oh nee, wenn ich den Applaus reinspiele, bricht vielleicht alles wieder zusammen, oder? Mach ich lieber nicht. Also gut, sparen wir uns den. Ja, also gut, ich wollte eigentlich aber noch zwei weitere Sachen euch einspielen, die auch wichtig sind. Weil die mit all dem zusammenhängen, was ich eigentlich heute mit euch besprechen wollte. Und wie gesagt, wenn ich hier, ja, ich lese das hier gerade in dem Chat und das konnte ich jetzt hier auch die ganze Zeit, während ich am Fummeln war, ja noch gar nicht hier so richtig groß kommentieren. Applaus, den spiele ich lieber nicht ein, ne? Weil da bricht alles zusammen. Also da müssen wir heute mal drauf verzichten. Das muss ich dann lieber nochmal separat testen. Sonst bricht mir alles wieder zusammen! Und da gibt's keine Wake News Radiosendung und zumindest keine Live-Sendung hier von mir und das ist ja doch schade, ne? Okay. Also was ich jetzt auf jeden Fall mal machen wollte, damit wir uns da wieder mal richtig erinnern. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, eine Sendung am 21. zu machen. Und das hatte dann leider aber nicht geklappt, ne? Und zwar sollte der Titel heißen: Seit wann sind Freiheit und natürliche Rechte radikal? Ne? Okay, und dann hat man uns gleich am Anfang die Kiste zusammengehauen, weil das soll nicht raus möglicherweise, oder? Ich weiß es auch nicht, woran das jetzt wieder liegt. Aber jedenfalls sind wir gar nicht dazu gekommen, das mal richtig zu diskutieren und durchzudeklinieren und was auch immer hier. Also das hat nicht geklappt. Aber wir werden das sicher irgendwie jetzt noch im Laufe des heutigen Tages tun. Ne? Und ihr könnt mir ja auch die ganze Zeit jetzt dann, und da kann ich dann jetzt auch wieder mich damit auseinandersetzen und natürlich dann das auch lesen und studieren, mir eure Infos und Kommentare reinsenden unter radio@wakenews.net. Ne? Das ist eigentlich die Adresse, wo ich eine ganze Menge eben dieser Infos, Kommentare von euch auch immer bekomme. Und das ist klasse, ganz super. Und ja, was willst du machen? So, und wir hörten also eingangs schon einen Beitrag, den ich vorab aufgenommen hatte, eben am 21. auch spielen wollte, nämlich Bundeswehr soll Bürger töten. Ne? Das hatte ich aufgenommen. Habt ihr den Beitrag gehört? Ansonsten gibt's das wahrscheinlich, ne, wenn die Technik mich nicht wieder im Stich lässt, dann in der Wiederholung nochmal zu hören. Oh, hoffentlich muss man sehen, ob die gut funktioniert hat, die Aufnahme. So, und dann hatte ich noch eingespielt, BRD-Regierung und Bundeswehr im Krieg. Ja, weil die sind ja schon mächtig da unten wieder im Gange. Und warum beschäftige ich mich immer mit der BRD? Das hängt damit zusammen, weil das ist eine Institution mitten in Europa, die gewaltig hier Einfluss nimmt auf alles, was drumherum passiert. Hier, was habe ich hier gehört? Und ich will das ja gleich sagen. Schweiz hier, wir haben doch auch Leute aus der Schweiz zu hören. Ne? Die Schweiz ist eigentlich ein Passivmitglied der EU. Ja, ist weder, und die EU ist weder demokratisch, eher faschistisch, ne? Ja, oder? Okay, und dann ist natürlich die Frage auch legitim, also diejenigen, die das jetzt nicht wissen, also die Schweizer wissen das alles, die hier zuhören, oder ja, das oberste Gremium in der Schweiz, das ist der Bundesrat. Ne?
Aber dieser Bundesrat, der wird nicht vom Schweizer Volk gewählt. Kommt euch das bekannt vor? Okay. Und ist eher eine, ja, so würde ich das ausdrücken. Nein, ich stelle lieber nur die Frage, sonst habe ich das nächste SWAT-Team direkt aus Bern hier bei mir in der Tür. Letztes Mal haben sie jetzt zwar gesagt, sie kämen aus Bern. Ja, waren sie aber gar nicht. Die haben mich ja so angeschwindelt. Denn die kamen nur aus Basel. Aber hier, da könnte man sich die Frage stellen, ja, und bitte alle Schweizer jetzt die Löffel ganz groß aussperren, vor allem die Schlapphüter aus der Schweiz, ihr müsstet die Frage euch auch mal stellen, könnte es sein, dass der Schweizer Bundesrat eine Vertretungsregierung globaler Bankster ist, die sich auch hinter der EU verstecken, ja, okay, ist das jetzt sehr provokant? Für Schweizer Verhältnisse könnte sein. Ne? Also da habe ich mich jetzt vielleicht eine ganze Menge aus dem Fenster gelehnt. Okay, aber das, ja, wissen wir ja. Eigentlich wissen wir das. Aber trotzdem in Frageform, damit man uns nicht an die Karre und so weiter. Ne? Wissen wir ja, ne? Wie das dann kommt. Ja, und damit ihr euch das auch nochmal anhören könnt, was ich dann auch noch gesagt habe, weil eben, wenn das so ist, angenommen, das wäre so, ne, angenommen, wir würden sagen, ja, die Schweiz sogar ist auch passiv mit, eigentlich gehört die auch schon zur EU und so weiter, dann würde das ja bedeuten, mein lieber Freund, das würde ja bedeuten, dass die Schweiz gar nicht mehr unabhängig ist, ne? Also in oder so. Ne? Also könnte man vielleicht dann davon ausgehen und offiziell zwar unabhängig, aber inoffiziell nicht. Ne? Könnte sein. Aber ich weiß es ja nicht. Ich weiß es nicht, wie es wirklich ist. Also, und natürlich vermuten auch viele, die Schweizer sind oder so, dass irgendwas möglicherweise nicht so stimmt. Weil, ja, also gerade das mit der sogenannten Nationalbank, der Schweizer Nationalbank, die SNB, so heißt die hier abgekürzt, ist ja gar keine Nationalbank, ist ja eine Privatbank, wissen wir alle. Das ist auch übrigens kein irgendwie jetzt ausgeplaudertes Geheimnis, Köpfen nach Geheimnisverrat da steht. Nein, nein, das steht ja bei denen selber drin, ist eine Aktiengesellschaft. Ne? Okay, und einer der Aktionäre soll ja in Monaco sitzen. Ich habe auch häufiger hier Monaco direkt hier bei mir in der Statistik. Ne? Die gucken immer mal, wie weißt du schon und so. Ne? Und so weiter. Jetzt nicht wieder beschweren, ich würde eine Babysprache machen. Ich mache das nur, um zu simulieren, dass jemand anders spricht. Ne? Also das ist nicht ich bin, der das gesagt hat, sondern jemand anders. Deswegen stelle ich da meine Stimme und so weiter. Okay, muss ja auch ein bisschen lustig sein. Man muss ja auch mal ein bisschen das hören können. Und auch jüngere Leute hören uns ja auch zu. Ne? Warum auch nicht? So, jedenfalls, ja, also ist das eine Privatbank. Übrigens, die private Federal Reserve Bank, ja, das ist die sogenannte Nationalbank der USA, die auch wieder nicht national ist, die ist einfach nur ein nationaler Tyrann vielleicht, ja, könnte man, ne, die ist international, weil die hat jetzt zum Beispiel gesagt, wenn die UBS oder die Credit Suisse, das sind die zwei größten Schweizer Banken, wenn die in Schwierigkeiten kommen, dann werden wir sofort helfen. Ja, klar. Ne? Weil die hängen alle zusammen. Die sind alle hier in einer, alle privat. Ne? Die arbeiten auch so. Ne? So quasi, man muss sich das vorstellen, wie wenn du irgendwo in so einer Firma arbeitest, dann gehst du hinterher auch noch einen saufen in eine Bar oder so, ne? Um sich ein bisschen abzureagieren. Und das machen die auch. Allerdings irgendwie anders. Fragen wir lieber nicht, wie. Jedenfalls ist das so. Ja, und deswegen kam ich auf diese Frage, könnten die eventuell auch eine Vertretungsregierung globaler Bankster sein? Wir wissen, die globalen Bankster arbeiten zusammen mit ja eigentlich globalen Strukturen. Und wir wissen ja auch, bei Frau Merkel sitzt der Herr Ackermann regelmäßig auf dem Schoß. Das hat die letzte Geburtstagsfeier ja auch schon längst gezeigt. Okay, ja. Naja, also ihr wisst, ich sehe das ein bisschen locker und spreche es locker aus, aber es ist natürlich verdammt nicht so ganz ohne. Ne? Weil wir darunter leiden, weil die
im Prinzip ja, die Regierungen übernommen haben, korrumpiert haben und zwar überall. Und die haben jetzt einfach nur den Auftrag, uns zu drangsalieren, uns das Wasser abzugraben und uns wahrscheinlich auch zu vernichten. Also zumindest ist es mal nicht so offensichtlich, ne? Also nicht so rumgehen, rumballern, so, das kommt vielleicht noch. Aber nee, das wird so subtil gemacht. Das machen sie eigentlich dadurch, dass erstmal alle Sozialgeschichten eingeschränkt, reduziert und was weiß ich werden, Steuern rauf, alles wird komplizierter, überall wird Rauchverbot eingebracht, das ist natürlich vor allem für die fatal, die also keine Kohle haben, um die Auflagen zu erfüllen. Ich nehme mal so eine kleine Gaswirtschaft aus einem Raum. Wie wollen die dann noch einen zusätzlichen Raucherraum dahinstellen? Und solche Sachen, das sind ja nur kleine Beispiele. Aber kleine Beispiele bringen dann die Einsicht in das Ganze, das große Ganze. Es geht nämlich darum, es zu zerstören. Und das will ich auch noch schnell loswerden, bevor ich hier gleich nochmal meine Beiträge Zeit zum Handeln damit einspielen will. Nämlich der US Small Business Act. Ja, so heißt das. Also die Verordnung für kleine Betriebe. Ne? Die sollen also von dem Staatshaushalt, also von dem Geld, was der Staat ausgibt für irgendwelche Projekte, Objekte, egal was es ist, immer circa, ich glaube, es sind etwas weniger, aber ungefähr so Viertel abkriegen. Die stellen zwar 90% der Jobs, aber soll nur, aber mindestens mit 25% bedacht werden bei der Auftragsvergabe durch den Staat, durch die Regierung, der Staat sind wir alle. So, und das sollte eigentlich gemacht werden und die Regierung muss da immer drauf Acht geben und bei einem geschätzten Budgetvolumen bei den USA von rund einer Billion US-Dollar, kann man sich vorstellen, würde da also einiges auch bei denen übrig bleiben. Das wären dann also 250 Milliarden US-Dollar, die dann bei solchen kleinen Geschäften landen würden. Und die könnten damit dann auch Leutchen beschäftigen und so weiter. Und ja. Aber wo kommt das meiste an? Bei den großen Fortune 500. Ne? So heißt das. Also das sind die 500 größten Unternehmen, die immer in diesem Fortune-Magazin dargestellt werden. Die streiten sich manchmal um die Plätze und so, aber im Prinzip bleiben sie immer dieselben. Vor allem die Aktionäre, das gehört, sind immer die gleichen. Ich benenne die übrigens als DIMS, dominante, irrsinnige Minorität, andere sagen auch Illuminati oder Weltelite oder solches, oder Bankster, kann man auch sagen. So, ja, und also wenn man das zum Beispiel ein bisschen ändern würde, wäre die Wirtschaft in USA wieder voll im Gange. Da gibt es wieder Arbeitsplätze und so. Nein. Also diese Gelder, sogar diese 25%, die man eigentlich diesen kleinen Geschäften geben wollte, werden auch zum Beispiel an Dell vergeben. Dell ist so ein kleine Firma. Ne? Okay, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Okay, ja, also die US-Regierung macht also explizit die kleinen Firmen kaputt. Ne? So, und jetzt will ich aber nicht so viel mehr da noch extra sagen, sondern ich spiele jetzt mal ein, was ich da euch noch vorbereitet hatte, nämlich Zeit zum Handeln, dann Wake News erklärt dann auch nochmal die Vollmacht der VSV, weil das ist wichtig, denn ihr müsst mir helfen, ihr müsst uns helfen, dass wir wieder hier ordentliche, vernünftige Verhältnisse reinbringen und ich werde euch das jetzt reinspielen, bin dann gleich wieder zurück, ihr seid der von Wake News Radio. Hallo, hier ist der Detlef vom Wake News Radio, Wake News TV. Ich möchte euch heute meinen Artikel, den ich im mywakenews.wordpress.com am 25.08.2012 veröffentlicht habe, kurz verlesen. Der Titel ist Zeit zum Handeln. Wie wir es täglich erfahren, nehmen die ungesetzlichen, tyrannischen Aktivitäten seitens von Regierungen immer mehr zu.
Großbritannien droht mit der Stürmung der ecuadorianischen Botschaft in London und der Durchsuchung und Konfiszierung von exterritorialem immunen Botschaftsgepäck, angeblich, weil es so wichtig sei, dass der mit Vergewaltigungsvorwürfen aus Schweden gesuchte Julian Assange unbedingt festgenommen werden soll. Also Bruch von Völkerrecht aus niedrigen Beweggründen? Die US-Regierung unter Obama führt die internationale Terroristenliste an mit völkerrechtswidrigen Kriegsverbrechen durch tödliche Drohnenangriffe auf Pakistan mit dem Ziel, so viele wie möglich zu töten, ganz zu schweigen von den terroristischen Angriffen auf Nationen, sogar ohne, dass der eigene Kongress dem zugestimmt hat. Wohin soll der nun geplante völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Regierungen von Israel, USA, Großbritannien und Frankreich unter Missbrauch der NATO und des Steuergeldes aller Bewohner dieser Regionen noch führen? Zur totalen Zerstörung unserer Welt? Wir waren bislang immer die größten und gefährlichsten Massenmörder. Antwort: Die Führer, Präsidenten, Diktatoren, Kaiser und Könige von einzelnen Nationen. Hier nur ein paar Namen, Funktionen eben dieser, die bereits insgesamt Hunderte von Millionen von Menschen auf dem Gewissen haben. Hitler, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, der Kaiser Hirohito von Japan im Zweiten Weltkrieg, Kaiser Wilhelm im Ersten Weltkrieg, Kaiser Franz Josef von Österreich, Erster Weltkrieg, Mussolini, Bush Senior und Junior und viele, viele mehr. Nun werden allerorts wieder die Grundlagen für das nächste Massensterben vorbereitet, beziehungsweise sind diese bereits in der Umsetzung. Durch die Zerstörung des Wirtschafts- und Finanzwesens werden vor allem kleine, mittlere Betriebe, Landwirtschaft, Handwerk, das Vermögen der kleinen Leute und natürlich diejenigen, die davon abhängigen, die darin tätigen und lebenden Menschen mit ihren Familien voll getroffen. Durch die inzwischen weltweit koordinierten Attacken gegen die Menschheit über alle Arten und Formen von Waffen, durch die Vergiftung der Luft und des Wassers, der Erde sowie der Manipulation von Wetter, Pflanzen und Tieren werden die wesentlichen Grundlagen von uns Menschen von eben diesen Mächtigen in Anführungszeichen erobert, erbeutet, kontrolliert und als Waffen gegen uns eingesetzt. Die Medienpropaganda in der Hand dieser dominanten irrsinnigen Minorität prasselt auf die Menschheit ein und lobt diese Grausamkeiten in die Höhe und verdreht die Wahrheit, korrumpiert unsere Gedanken, lenkt uns in gefährliches Fahrwasser. Eine nicht konstitutionell agierende Regierung, in Anführungszeichen, in der ohnehin nicht souveränen BRD, oder auch Bundesrepublik genannt, auf deutschem Gebiet, verschenkt, verscherbelt alles Vermögen der deutschen und dort lebenden Menschen in nicht gekannter Weise und wie mir kürzlich ein Schweizer in einem Gespräch erläuterte, als ich ihn über den Schusswaffengebrauch der Bundeswehr im Inland auch gegen deutsche Bewohner hinwies, ja, die Regierung bereitet sich wohl auf den Aufstand vor. Ja, für wen arbeiten diese Regierungen eigentlich, dass sie sich mittels Waffengewalt gegen ihre eigene Bevölkerung schützen müssen, obwohl sie doch eigentlich dem Volk dienen sollten? Nun, ich will die Antworten und Vermutungen darüber hier nicht geben. Jeder gut informierte Mensch weiß darüber ja inzwischen auch Bescheid. Aber was ich will, das ist, so viele Menschen wie möglich anzusprechen, aufzuwecken, sie auf ihre Möglichkeiten hinzuweisen, friedlich, aber bestimmt etwas gegen diese Tyrannei zu unternehmen. Daher verweise ich, vor allem für die Menschen in der BRD deutscher Abstammung, sowie alle anderen Deutschen in anderen Regionen darauf hin, dass wir solidarisch handeln sollten und als ersten Schritt in Form einer Vollmacht an die VSV, die Vereinigten Selbstverwaltungen, diese zu beauftragen, zu den international zuständigen Institutionen zu gehen, mit einer Liste dieser unterschriebenen Vollmachten und zu fordern, dass uns Deutschen wieder rechtliches Gehör verschafft wird und daraus dann die seit langem überfällige Rückführung in ein völkerrechtlich gesichertes
eigenverantwortlich bestimmtes, souveränes und mit Friedensvertrag ausgestattetes Deutschland möglich wird. Die Siegermächte haben das schon längst vorbereitend eingeleitet und warten nur darauf, dass wir das endlich umsetzen. Und in dem Artikel habe ich dann das Video eingefügt und die Links zu diesen Punkten, die ich da erwähnt habe. Und dort findet man auch die Möglichkeit, sich diese Vollmacht anzusehen, herunterzuladen. Und wie die ausgefüllt wird, wird dort auch beschrieben. Ja, also die Zeit zum Handeln ist da. Hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ich sende immer dienstags und donnerstags live 16 bis 18 Uhr. Also nächste Sendung ab 28. August 2012. Bis dann. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Grüß der Detlef von Wake News Radio und Wake News TV. Heute möchte ich euch die Vollmacht der VSV weiter erläutern und möchte euch zeigen, wie ihr erstmal auf die Seite kommt und euch die Vollmacht ansehen könnt und den Begleittext durchzulesen, den ich hier auch dann gleichzeitig mal im Ton festhalten möchte. Also, ihr macht euren Browser auf, gebt ein in die Browserleiste http://vereinigte-selbstverwaltungen.org und kommt dort auf die Eingangsseite. Und auf der Eingangsseite seht ihr auch rechts eine im blauen Feld eine Auflistung verschiedener Punkte, unter anderem gleich als erstes unterhalb des VSV-Emblems den Bereich Vollmacht. Da müsst ihr den Link klicken. Und wenn ihr da drauf geklickt habt, kommt ihr auf die Seite der Vollmacht für die VSV. Und ich möchte das gerne auch im Text hier einfach mal vorlesen, damit das auch mal hier zu hören ist. Und in dem Video, was ich dazu mache, auch zu sehen ist natürlich. Es steht dort, Vollmacht für die VSV. Die VSV weisen darauf hin, dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts der Bundesrepublik Deutschland vom 31. Juli 1973 der Staat Deutsches Reich nicht untergegangen ist. Nach dem wesentlichen Orientierungssatz heißt es dort, es wird daran festgehalten, und dann gibt es den Link dazu, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die Alliierten noch später untergegangen ist. Es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig. Die BRD ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs, sondern als Staat identisch mit dem Staat Deutsches Reich, in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings teilidentisch. Zitat Ende. In der jüngeren Vergangenheit wurde von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verschiedener Institutionen der Bundesrepublik Deutschland von Landes- bzw. Kommunalmitarbeitern die Aussage getätigt, das Deutsche Reich sei mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 untergegangen und demnach nicht mehr existent. Mit der Aussage, das Deutsche Reich sei mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland untergegangen, wird den Richtern des Bundesverfassungsgerichts unterstellt, dieser Umstand sei an ihrer Kenntnis vorbeigegangen, denn ansonsten hätte das 1973er Urteil kaum von ihnen so verfasst werden können. Es muss dazu kein weiterer Kommentar erfolgen, außer der Hinweis darauf, dass bis heute kein Urteil oder eine Bestätigung erfolgte, das Deutsche Reich sei untergegangen, und die erkennenden Richter des Urteils vom 31. Juli 1973 haben sehr wohl den rechtlich und geschichtlich zutreffenden Status berücksichtigt. Die Recherchen der VSV brachten als Ergebnis, dass mit der Behauptung, das Deutsche Reich sei mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland untergegangen, die Geschäftsführung der Bundesrepublik Deutschland die Gefahr für sich erkennt,
durch die immer lauter werdende Forderung deutscher Reichsbürger, es könnte ein Umbruch im Bewusstsein des deutschen Volkes eintreten. Das Bürgerbüro Berlin des Innenministeriums der BRD äußert bei telefonischen Anfragen, das Deutsche Reich sei mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland untergegangen. Unter anderem liegt diese Aussage auch vom Oberbürgermeisteramt der Stadt Hamm in Westfalen schriftlich vor. Rechtsbürger werden immer mehr als eine Gefahr bezeichnet und wörtlich als eine Art rechtsextremistischer Sekte eingestuft. Und das in aller Öffentlichkeit vom Innenministerium des Landes Brandenburg durch den Pressesprecher der Presse zugetragen. Dabei ist doch der Name des deutschen Nationalstaates das Deutsche Reich, welches zugleich auch die staatsrechtliche Bezeichnung Deutschland trägt. Selbst in Artikel 116 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland wird auf die deutsche Volkszugehörigkeit Bezug genommen und daraus erklärt sich die Staatsangehörigkeit des Deutschen Reiches, wie auch das Rustag, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahre 1913 verbindlich bestimmt. Die Reichsbürger werden zunehmend von Gerichten der BRD zu Spinnern und unter Realitätsverlusten leidend erklärt, teilweise sogar beschimpft. Nach herrschender Rechtsauffassung der VSV handelt es sich hier um eine mögliche Volksverhetzung und ist nach § 130 Strafgesetzbuch strafbar. Das gilt auch für Politiker. Immerhin sind die Reichsbürger Staatsangehörige des Deutschen Reiches und das Deutsche Reich ist Deutschland. Also eine staatsrechtliche Bezeichnung für den Heimatstaat und nicht die Bezeichnung oder gar ein Synonym für die Bundesrepublik Deutschland. Mittlerweile werden Staatsangehörige des Deutschen Reichs beschuldigt, die Existenz der Bundesrepublik Deutschland zu verleugnen. Doch zutreffend ist lediglich, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat, sondern als eine Nichtregierungsorganisation oder NGO angesehen wird. Das deutsche Volk fordert das Recht ein, seinen Heimatstaat wiederhergestellt zu wissen, der Souverän in seinem Land, in seinem Staat zu sein. Es ist zudem das Recht, sich gegen Rechtswillkür und Völkermord zu stellen, denn über 60 Jahre lang hat kein Politiker der BRD den Willen gezeigt, endlich Friedensverträge zu fordern. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 2008 festgestellt, dass das Wahlgesetz der BRD weder den rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht, noch infolge davon eine ordnungsgemäße Regierung besteht. Danach sollte das Wahlgesetz bis zum 30. Juni 2011 geändert werden. Wo ist das Ergebnis? Und hier weise ich auf die vorherigen Publikationen hin, die wir gemacht haben. Am 25.07.2012 hat das Bundesverfassungsgericht ein erneutes Urteil gesprochen zu eben den Bundeswahlgesetzen mit vernichtendem Ergebnis, indem es nämlich feststellte, dass die Bundeswahlgesetze dazu geführt haben, dass eine nicht konstitutionelle Regierung am Ruder ist. Das heißt, nicht konstitutionell, also nicht rechtmäßig regiert wird. Ja, also wer ein Volk aushungern lässt, es ausbeutet und für die Begleichung von Schulden anderer Staaten arbeiten und wirtschaften lässt, begeht nach Rechtsauffassung der VSV möglicherweise Völkermord, in dem Teile der Souveränität des Volkes und sein Eigentum beschädigt werden. Es gibt kein Gesetz, keine Rechtsvorschrift, nach welcher die Verpflichtung besteht, Parteien oder Parteimitgliedern einen Regierungsauftrag zu erteilen. Es ist legitim, sich als Volk die mehrheitlichen Stimmen zu sichern, um seinen Staat selbst zu verwalten. Und aus diesem Grund kann jeder Mann auch ohne Mitglied in den VSV oder in der Selbstverwaltung zu sein, eine Vollmacht an die VSV zu erklären, den Heimatstaat des deutschen Volkes wieder handlungsfähig zu gestalten, Friedensverträge zu schließen und mit allen Völkern der Erde in Eintracht zu leben, zum Wohle des deutschen Volkes, seiner Kinder und Kindeskinder. So, da endet das einleitende Beschreibung zur Vollmacht, damit man die Hintergründe erfährt, weshalb es diese Vollmacht braucht. Und jetzt gibt es dann am Ende dieses Textes den Link zur Vollmacht als PDF-Datei. Diese Vollmacht ist dann per Post an die Hauptgeschäftsstelle der VSV zu senden, also unterschreiben, persönlich unterschreiben nach dem Ausfüllen
und dann an die Hauptgeschäftsstelle der VSV zu senden. Und diese Hauptgeschäftsstelle lässt sich finden, auch wieder hier auf der Seite, wenn man dann wieder nach oben geht und dann unter Verwaltung, das ist der dritte Reiter oben auf der Seite von dem VSV, da kommt man dann zu den Daten und Kontaktdaten der Hauptgeschäftsstelle. Hier zu nennen den Herrn Benjamin Bohrmann, Goethestraße 37 in 76316 Malsch. Also bitte als Schrift, also als Original, nicht? Original unterschrieben, bitte zusenden, dann geht da nichts schief. Und alles andere per E-Mail oder Fax ist nicht gültig. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Also dann klickt ihr hier dann auf diese PDF-Datei-Link-Möglichkeit und dann geht das PDF auf. Und jetzt müssen wir dann dieses PDF anschauen, durchlesen und ausdrucken und dann unterschreiben. Und dann einsenden. So, und dann lese ich euch den Text hier auch nochmal zu der Vollmacht vor. Also das ist dann aufgegangen. Es dauert einen Moment, bis es geladen ist. So, hiermit erteile ich der Verwaltungsgemeinschaft Vereinigte Selbstverwaltungen, nachfolgend VSV genannt, Vollmacht, meine Interessen als natürliche Person mit der Staatsangehörigkeit Deutsches Reich zum Zweck der Wiederherstellung meines Heimatstaates Deutsches Reich zu vertreten. Die Verwaltungsgemeinschaft der VSV ist mit dieser Vollmacht berechtigt, in meinem Namen alle Handlungen durchzuführen und Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, den Heimatstaat Deutsches Reich wieder handlungsfähig zu machen und die Souveränität des deutschen Volkes wiederherzustellen. Die Verwaltungsgemeinschaft VSV wird mit dieser Vollmacht von mir ermächtigt, in meinem Namen Verhandlungen jeglicher Art mit den Alliierten des Zweiten Weltkrieges zu führen, um das Ziel, den Abschluss von Friedensverträgen mit allen Staaten, mit denen Deutschland in Kriegshandlungen verwickelt war, zu erreichen. Die Verwaltungsgemeinschaft VSV erhält mit dieser Vollmacht auch meine ausdrückliche Zustimmung, Deutschland als Synonym für das Deutsche Reich zu einem neutralen Staat auf die Dauer von mindestens 50 Jahre, in Worten 50 Jahre zu erklären, wenn diese Erklärung erforderlich ist, um den Abschluss von Friedensverträgen zu erreichen. Hinweis, es gab dort eine Forderung, vor allen Dingen seitens der Russischen Föderation, als Folge UdSSR, dass man also überhaupt kein Problem sieht, dort einen Friedensvertrag abzuschließen, eben wenn Deutschland sich bereit erklärt, eine Neutralität auf die Dauer von 50 Jahren auszusprechen. Die Verwaltungsgemeinschaft VSV ist berechtigt, alle legalen Maßnahmen zu ergreifen, um meine Person, mein Eigentum, meine Gesundheit und meinen freien Willen zu schützen und jeglichen Schaden von mir abzuwenden. Hierzu gehören auch alle legalen Maßnahmen, die zu treffen sind, um feindstaatliche Angriffe auf meinen Status als Staatsangehöriger oder als Staatsangehörige des Deutschen Reiches abzuwehren, insbesondere dann, wenn meine Immunität nach dem Wiener Abkommen durch den Bund, der in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinten Wirtschaftsgebietes eingetreten ist und unter der Bezeichnung Bundesrepublik Deutschland, kurz BRD, agiert, versucht wird, meinen Status zu negieren. Die Verwaltungsgemeinschaft VSV ist auch berechtigt, gegenüber allen ausländischen Staaten die Vertretung für mich zu erklären und in meinem Namen handelnd aufzutreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben, die dem Zweck der Zielerreichung entsprechend und dienlich sind. Die Bundesrepublik Deutschland wird von mir als existente Organisation anerkannt, nicht jedoch als Staat, da meine Staatsangehörigkeit die des Deutschen Reiches ist. Die Versagung des Erreichens der Abschlüsse von Friedensverträgen, die das Deutsche Reich als Staat wieder handlungsfähig machen, werte ich als Völkermord gegen das Staatsvolk des Deutschen Reiches und ermächtige die Verwaltungsgemeinschaft VSV dazu, Strafanzeigen zu erstatten und Strafanträge zu stellen, die auch in meinem Namen erklärt werden. Die Übertragung oder Abtretung von Rechten, gleich welcher Art, die dem Staatsvolk des Deutschen Reiches zum Nachteil gereichen, werte ich als persönlichen Angriff auf meinen Status und ermächtige die Verwaltungsgemeinschaft der VSV, auch in diesem Fall meine Interessen zur Abwehr zu vertreten. Diese Vollmacht gilt bis zu dem Tage,
an dem das Deutsche Reich wieder handlungsfähig ist und Friedensverträge mit den Feindstaaten abgeschlossen worden sind. So, und dann der Hinweis auf dem PDF bitte am PC, also an dem Computer, mit diesem Adobe-Formular die entsprechenden Dinge in Druckbuchstaben einzuführen oder auszufüllen oder es eben ausdrucken und dann selber gut lesbar reinzuschreiben. Dazu gehört also der Familienname, Vorname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort und dann die Unterschrift mit Ort und Datum. Und dann ist auch unten noch einmal die Adresse eingedruckt, da also nichts verkehrt machen, von der Hauptgeschäftsstelle der Vereinigten Selbstverwaltungen. So, das mal vielleicht als Überblick. Ich werde das dann einfach mal als Video hochspielen, auch mit dem Abbilden dieser entsprechenden Webseiten und dieses Formulares, damit also da nichts schief gehen kann. Ja? Also, Handeln ist jetzt angesagt. Ne? Die Zeit zum Handeln ist längst da. Hier ist der Detlef von Wake News Radio und Wake News TV. Bis dann. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, 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 ja. Und hier ist der Detlef wieder. Und zwar live. Ja, gut. Ja, wir haben ja jetzt die Pause durchgespielt. Ne? Sonst noch üblicherweise mache ich mal so zum Stundenanfang oder mal so zur vollen Stunde mache ich halt eine kleine musikalische Unterbrechung. Aber die haben wir uns heute mal eingespart. Ja, gerade leider für die Musiker und die Bands. Aber wir hatten ja so ein bisschen später begonnen, weil wir noch hier am Herumfummeln waren, ne? Wie das hier ja funktioniert. Und ich hatte da so ein bisschen Anfangsprobleme hier, das live hinzukriegen. Und jetzt haben wir das aber mal durchgespielt, was ich eh sowieso hätte spielen wollen. Und das haben wir jetzt alles mal durch, weil es ist ganz wichtig. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ach, das brauchst du mir alles nicht erzählen, ich weiß, wie das geht. Wunderbar. Aber wir brauchen eben nicht nur den einen, der weiß, wie das geht, sondern wir brauchen Tausende, Hunderttausende, die eben nicht wissen, wie es geht. Und deswegen ist es immer so wichtig, dass man auch diese einzelne Dinge genau beschreibt, denn sehr viele Menschen schauen ja gar keine YouTube-Videos, ne, wo ich das schon mal gespielt habe, aber die spielen dann gerne mal hier einfach das oder hören das einfach gerne mal im Radio oder so, oder wenn ich das nachher auch als Direktlink für Audio einfach nochmal wiederhole irgendwie, und ich spiele es ja dann auch nochmal als ein Video hinauf, wenn ich es schaffe. Ich habe mich heute noch nicht mal mehr aufgenommen, ne? Also hier, das mache ich ja sonst auch immer gern, ne? Kamera und so. Weil das wäre jetzt dann ein bisschen zu hektisch geworden hier in den ganzen Autos. Da machen wir alles schon wieder. Ne? Ich müssen auch erstmal herausfinden, die Ursachen, warum das jetzt wieder alles nicht so funktioniert hätte. Wie auch immer. Ja, jedenfalls war das wichtig für mich, hier nochmal darauf hinzuweisen. Und das ist zwar jetzt hier, und ich erklärte, warum die BRD so wichtig ist, auch für das Ausland, also für alle Länder, die drumherum leben, weil hier die Institution BRD als Nichtregierungsorganisation ja die Ursache dafür ist, dass dass sämtliche Verträge, sämtliche Abkommen, sämtliche sagen wir mal, Entscheidungen, die hier gefallen sind, auch was die EU angeht, was den ESM angeht, was die was eigentlich alles angeht, die Ursache dafür ist, dass das alles nichtig ist. Ja, Leutchen. Und dass das alles nichtig ist, das müssen wir jetzt allen erklären und allen sagen und allen kundtun sozusagen.
Und ich versuche also auch hier noch die entsprechenden Personen, die uns das gut vermitteln können, auch in TV-Sendungen reinzubringen oder in andere Gremien, wo ich dann auch mit auftreten möchte, damit wir das irgendwie so weit und breit wie möglich streuen können. Denn dann kann sich jedes einzelne Land, jeder Einzelne, der da mit betroffen ist, auch an seine jeweilige Regierung wenden und kann sagen, Leutchen, da stimmt doch irgendwas nicht, die sind doch gar nicht legitim. Einerseits, was die Rechtsform angeht, der BRD, weil das eben ja eine Nichtregierungsorganisation ist, das ist ja lang belegt, das sagen wir ja immer schon, aber nein, jetzt auch noch durch das eigene höchste Gericht, was dort geurteilt hat, eben am 25.07.2012, das auch nochmal bestätigte, was sie bereits in 2008 gesagt hat, dass ist die BRD nicht durch konstitutionell gewählte Regierungen verwaltet wird. Ja? Und das hört sich alles wunderbar an, die meisten kriegen das gar nicht mit, was das bedeutet. Das bedeutet, dass sie illegal arbeiten. Es sind nicht mehr und nicht weniger als irgendwelche Privatleutchen mit Eigeninteressen, die hier in sogenannten, in Anführungszeichen, Regierungsverantwortung stecken, sich das einfach angeeignet haben und das schon seit geraumer Zeit. Man kann sich jetzt streiten, seit wann das ist, seit 53, 56, was weiß ich, ist zwar völlig wurscht. Jedenfalls alle Gesetze auch, und das ist ganz wichtig, weil das lese ich auch immer in den Chats und was weiß ich, ist ja auch bei mir immer ein großes Thema bei Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Dieses ganze SBG, dieses ganze Hartz-IV-Glumper, das alles illegal und ungültig. Weil wenn du keine legale, amtierende, vom Volk gewählte Regierung hast, ja, die auch dem Gesetz nach eigentlich die Regierungsfunktion dann erfüllen kann, wenn du die nicht hast, dann können die auch keine legalen Beschlüsse fassen, keine legalen Gesetze erlassen. Auch wenn man jetzt sagen würde, okay, NGO hin und her, aber auch innerhalb dieser NGO ist sie nicht konstitutionell gewählt, die Regierung, und der Bundestag auch nicht. Und damit hat das überall Auswirkungen auf alles und auf jedes. Dann diese ganzen EU-Geschichten, alles ist illegal. Alles ist illegal, unabhängig davon, dass die EU ja auch kein Staat als solches ist. Oder das ist ja ein Haufen, wilder Haufen faschistischer, organisierter Lobbyisten. Ja? Alles nicht vom Volk gewählt, also das Parlament bei der EU hat ja eh nichts zu sagen. Die machen immer nur so schöne Plauderstunden, das ist übrigens das, was Parlament heißt. Ne? Das kommt vom Parlare, hat mir einer auch geschrieben von Hörern. Ne? Parlare, da kann man einfach ein bisschen plaudern. So ein Plauderstübchen ist das Parlament. Und die Entscheidungen werden ja immer hinter den Kulissen getroffen von den Dems, wie ich sie nenne. Dominante ist eine Minorität. Ne? Oder? Ja, also das war vielleicht mal dazu. Und ich denke, deswegen sollte man uns da auch die Zeit nehmen, das in der Tiefe und im Detail zu diskutieren, dass auch die Leute, die sich nicht sicher sind, dann unbedingt, ja, wie soll ich sagen, handeln können. Nicht? Dann auch das Vertrauen fassen dazu, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Denn wer findet schon einzelne Seiten, wenn das irgendwas ist? Deswegen gibt es ja die Medien. Deswegen mache ich das hier. Ich mache das nicht, weil ich, sondern ich mache das, weil ich viele Leute erreichen möchte. So viel, wie es mir möglich ist. Ja, mir ist natürlich nicht unbegrenzt möglich. Ich habe nur so und so eine Reichweite, wenn ich ständige Probleme habe, auch mal eine Sendung rüberzubringen. Aber trotzdem, nicht? Es hören auch immer wieder mal neue Leute zu und das verbreitet sich. Man kann meine Sendung ja auch sich runterladen, im Moment vielleicht nur per YouTube, also per Video, aber irgendwann wird es auch wieder als MP3 runterladbar sein und sobald ich wieder die Seite verfügbar habe, wo ich das hochladen kann, werde ich das auch wieder zur Verfügung stellen. Ja, aber es ist eben trotzdem wichtig, dass wir jetzt handeln und das ist ganz, ganz wichtig. Ne? So, also ich hatte dann auch so einige Mitteilungen von euch hier bekommen, das will ich nicht verhehlen, das auch hier nochmal vorzulesen. Ich muss das allerdings hier erstmal wieder vorkramen, ne? Denn ich hatte das also eben so ein bisschen vernachlässigt. Ne? Hier kommt zum Beispiel eine Frage, VSV, hat Detlef, kann man als Österreicher auch eine Vollmacht unterschreiben? Wir sind ja auch Deutsche.
Ja, das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt überfragt. Es richtet sich ja vor allen Dingen erstmal an die Reichsdeutschen als Fachbegriff, als völkerrechtlicher Fachbegriff, bitte, nicht zu verwechseln mit dem Dritten Reich oder sonst was. Und da sind die Grenzen, glaube ich, noch bevor Österreich dem Deutschen Reich da beigetreten ist, oder wie auch immer man das bezeichnen kann. Also ich würde es wahrscheinlich vorsichtig verneinen, aber ich würde da sagen, vielleicht einfach mal an die VSV eine Meldung schreiben, das kann man auch per E-Mail, kann genau das fragen. Bitte direkt dann an die VSV diese Frage stellen, gell? Weil ich sie jetzt nicht endgültig und rechtsverbindlich beantworten kann. Ne? Okay, dann kommt hier, hallo Detlef, bin letzte Woche nach 7 Jahren nach Deutschland zurückgekommen und was sehe ich als erstes? Weiße Streifen am Himmel. Ich muss ja sagen, dass ich am liebsten wieder nach Brasilien zurückgekehrt werde. Dort gibt es mal hin und wieder Chemtrails, 2 oder 3, aber nicht wie hier. Ich habe seit circa einer Woche keinen freien Himmel mehr gesehen. Ich will meinen blauen Himmel wieder haben. Seit einer Woche habe ich auch vermehrt Kopfschmerzen. Ja, das ist mir auch so gegangen. Das habe ich übrigens auch festgestellt bei anderen, die unter Kopfschmerzen leiden. Und ich befürchte, dass das tatsächlich auch damit zusammenhängt. Irgendwie zumindest. Ne? Weil wir wissen ja auch, die spielen mit den Frequenzen herum. Die bringen viele Niedrigfrequenzen heraus. Und es kann schon sein, dass uns das hier auch mit belastet. Ja, also wer hier mir auch noch Infos und Kommentare reinschicken will, kann das gerne tun unter radio@wakeness.net. Und wenn es nicht zu umfangreich ist, ja, dann will ich das wohl gerne tun. Hier kommt immer wieder auch mal eine Frage wegen OkiTalk hier mit rein. Also ich bin ja selber nicht mehr live bei OkiTalk, auch nicht mit Aufzeichnung und so. Die Gründe dafür hatte ich schon erläutert. Das will ich auch nicht nochmal irgendwie tun. Das kann man nachlesen, wenn man will. Aber ich weiß und bin da ganz dankbar, dass ich auch hier bei milen-fm.lu oder .net mit übertragen werde. Das finde ich ganz klasse. Herzlichen Dank. Super. Also auch ihr, die dort bei milen-fm jetzt zuhören, herzlich willkommen. Wir sind ja in der zweiten Stunde, ne, unserer heutigen Live-Sendung am 28. August 2012. Und milen-fm wird also auch Mumble installieren. Irgendwann, glaube ich, jetzt Anfang des nächsten Monats im September. Und dann kann man auch dort bei Mumble, das ist ja nichts, was bei OkiTalk irgendwie geschützt gewesen wäre oder so, das ist eine Software, die kann man nutzen, auch die Server und so sind, kann man mieten, soll das dann dort funktionieren und das wird also hochspannend. Und da werde ich dann aber noch Informationen, wenn ich sie dann konkreter habe, gerne mit euch teilen. Ja, also bitte ich, jeder darf hingehen und hören und machen, was er will. Ich schaue auch auf Matrix-Medien oder schaue mir alle möglichen Medien an, auch von vermeintlichen Konkurrenten, wo ich habe gar keine Konkurrenz. Ne? Es gibt keinen anderen Detlef irgendwo, der auf Sendung ist. Das wäre ja dann ein Klon von mir und mit der Gentechnik produzierenden Industrie arbeite ich nicht zusammen. Werde ich auch nicht. Okay. Also wie auch immer. Jedenfalls, also Klone gibt es von mir nicht. Und es gibt nur die sogenannten Strohmann. Ja? Strohmann von Detlef und Detlefs Strohmann, der wird hier reichlichst verwendet. Und alle Gerüchte, mit denen ich hier zu tun habe, die verurteilen immer den Strohmann von Detlef. Und ich versuche den immer klarzumachen. Sorry, das bin ich nicht. Ich trete nicht für die Schulden ein und ich vertrete nicht meinen Strohmann. Ja, aber das verstehen tun sie es noch nicht. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Okay, aber da muss ich mir noch was einfallen lassen. Bin schon wieder bestellt worden. Nächste Woche muss ich ja schon wieder irgendwo hin. Aber jetzt ich stelle denen das dann auch immer gleich in Rechnung, ob ich das dann hier kriege, weiß ich nicht. Aber Rechnung kriegen sie immer von mir, ne? Schweizer Franken. Ne? Aber nur in gültigem Zahlungsmittel, was in der Schweiz zugelassen ist. Und das ist nur Bargeld, also diese Scheinchen, die sind zwar nichts wert, aber okay, Scheinchen und München. Ne? Ja, also dieses andere Zeug nehme ich eigentlich nicht, nur widerlich, aber oder wenn es nicht anders geht. Ne? Tausche es aber sofort um. Ne? So. Nie was auf der Bank lassen, Leutchen. Da ist es von vornherein verloren. Ja, sorry, Bankster, muss ich leider sagen. Es ist so. Ne? Sonst würde ich das hier nicht so lauthals von mir geben. Ich weiß, dass ihr hinter all dem steckt, ne? Aber vielleicht nicht nur. Und ich bin ja immer auch jemand, der
ketzerische Inhalte von sich gibt und auch dann wieder die Leute verschreckt. Was redet er jetzt da schon wieder? Na, von irgendwas. Wovon man ja gar nichts sonst wo lesen kann. Ne? Oder nur in bestimmten Quellen. Aber es kommt ja immer wieder neu hervor und wir fragen uns ja immer wieder und ich habe ja auch schon mit verschiedenen Leuten hier Interviews gehabt, wo es auch um Chemtrails ging, hier zum Beispiel über eine Initiative Sauberer Himmel, hatte ich den Dominik Stohr schon bei mir auch gehabt hier irgendwann letztens mal. Und da haben wir das auch mal diskutiert, weil die Frage reinkam, was steckt hinter diesen Chemtrails, warum wird es gemacht und was weiß ich. Und da gibt es ja tausende von Antworten und alle sind wahrscheinlich irgendwie zutreffend und richtig. Es gibt nichts, was die auslassen dabei. Ne? Aber es kommen immer wieder jetzt auch die Fragen wieder zum Vorschein in Bezug auf das, was in den 80er Jahren passierte. Nämlich in den USA gibt es so eine Militärbasis, das ist die Dulce-Basis, also schreibt sich D-U-L-C-E, die also sehr tief in die Erde hinein ragen soll. Ich meine, ich bin ja selber noch nicht da gewesen, aber es gibt ja auch so zum Beispiel diese Filmchen, die man auch bei YouTube sieht, diese Deep Underground Military Bases, die DUMBS oder D-U-M-B und dann S als Mehrzahl hinten, klein dahinter. Das sind also die tiefen unterirdischen Militärbasen, die ja so bis Kilometer tief hineingehen, alle ja auch miteinander verbunden sein sollen. Bitte, das sind alles Informationen, die uns ja leider nicht öffentlich zur Verfügung stehen. Aber es gab da in den 80er Jahren, wo dann auch bereits schon Filme darüber auftauchten, eben diese Vorträge, die der Phil Schneider gemacht hat. Der ist also Amerikaner, war dort als Ingenieur tätig, eben in diesen unterirdischen Bauten, in den Bunkern. Hatte dort also Aufgaben mit hohem Sicherheitsgrad ausgestattet, geheime Stufe XY und was weiß ich. Und der dann also später ausgepackt hat und berichtet hat darüber, was er erlebt hat. Und der ist ja dann 1996 auch ermordet worden und wurde mit einer Klavierseite um den Hals irgendwann mal aufgefunden. Vorher wurde auch schon mal auf ihn geschossen, der hatte also auch Verletzungen überall und der hat also ausgeplaudert, dass er eben in diesen Anlagen da unten einen sogenannten Firefight hatte, der 1979 stattfand. Also dass dort eine Auseinandersetzung gewesen ist mit Waffen und auch Feuer und was weiß ich. Und da hat er eben auch eine Verletzung davongetragen. Und über den ist eigentlich schon viel bekannt und viele haben sich da auch schon damit beschäftigt und viele sind natürlich auch skeptisch, was seine Informationen angeht, aber es wird eben immer wieder hervorgekramt, weil natürlich die Fragen immer wieder auftauchen, was passiert eigentlich auf dieser Erde, was passiert in dieser Welt? Und ich hatte jetzt auch nochmal das Vergnügen, ja, kann man auch ruhig sagen, am Sonntag wurde ich eingeladen zu einem Kinobesuch. Ja, das mache ich ja ganz selten. Aber das habe ich gemacht und habe mir angeschaut diesen Film Prometheus. Ja, ich weiß nicht, wer den von euch auch schon gesehen hat. Das ist ein ganz klasse gemachter Film, also von der Qualität her und ich erstklassig. Ich stehe halt nicht auf dieses Geballere und dieses Alien-Zeugs, wo die sich da gegenseitig also auffressen und was weiß ich. Das war ein bisschen blöd, aber es kamen so ein paar Dinge, die also ganz interessant sind, weil wir wissen ja, Hollywood ist eine Maschine, eine Propagandamaschine der Dims, der Leutchen, die dahinter stecken, die uns natürlich programmieren mit diesen Informationen und in irgendeine gewisse Richtung lenken wollen oder auch ablenken wollen, ja, wie auch immer. Und man muss dann versuchen, die Dinge zu analysieren und herauszufiltern. Ich muss sagen, ich hätte mir gewünscht, ich hätte noch mehr herausfiltern können, ja. Aber was auf jeden Fall klar war, ist, oder das ist vielleicht so auszugsweise, weil das hängt auch damit zusammen, wir machen uns ja Gedanken darum, warum sind wir hier, was hat das mit 2012 auf sich, ihr seht diese ganzen Videos hier, beispielsweise von der Sonne, nicht? Die Helioviewer, so heißt das Ding,
Die kann man sich runterladen, kann das selber machen, jeden Tag kann sich die Dinge anschauen, wie also was auf der Sonne rund um die Sonne abgeht. Und da sind eben ganz viele Leute dran und können eben dort entdecken, dass sich dort ja irgendwelche unidentifizierten Objekte herum befinden. Manche sind da seit Wochen schon stationär dort zu finden. Andere, die bewegen sich da ringsherum und es müssen alle Planeten groß sein. Ne? Und da muss man natürlich wieder fragen, und da hatte ich dann auch einen interessanten Artikel hier gelesen, gefunden, vielmehr, auf den ich jetzt auch nochmal hier ganz kurz Bezug nehme, hängt mit dem Phil Schneider auch ein bisschen zusammen, der da heißt, und das werde ich nachher auch in die Anlage tun bei dem Video, was ich dann mache, also ich mache dann immer entweder einen kleinen Artikel dazu, wo ich die ganzen Links aufführe oder direkt ins Video rein, weiß noch nicht, wie ich es mache, aber schauen wir mal. Und da steht, what really happened in the 1979 Dulce Alien Firefight. Also was passiert da eigentlich in diesem 1979er Dulce, das ist diese Basis, Alien-Auseinandersetzung, diesem Feuergefecht, was da unten stattgefunden haben soll. Es geht also da um die Annahme oder die Aussage eben von dem Phil Schneider, dass dort unten Geheimprojekte abliefen und dass sowohl der US-Militär wie US-Geheimdienste als auch die sogenannten großen Grauen dort unten in einer Auseinandersetzung gegenseitig sich bekämpft haben sollen. Und da hat er eben auch seine Verletzung irgendwie mitbekommen, weil er dann da versuchte, irgendwie da rauszukommen, was der hätte ich auch gemacht. Also so schnell wie möglich weg da. Gell? Okay, jetzt kann man sich darüber streiten, glaubt man an Aliens oder nicht. Wenn man nicht an Aliens glaubt, dann sollte man jetzt hier die Ohren zumachen. Ne? Aber wir wissen ja, Hollywood spielt ja mit diesen Gedanken die ganze Zeit. Da sind natürlich die Aliens immer die Schlimmen. Ja, die sehen dann irgendwie so aus wie, was weiß ich, irgendwie wie Würmer. Das war ja bei Prometheus so. Das ist so wie Würmer. Aber die Idee war ja eigentlich dabei, um das auch nochmal kurz für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, zu erläutern. Es gibt also da eine Firma, ja, es gibt ja Staaten und so, gibt's alle nicht mehr, das ist alles dann nur noch privat. Also eine Firma, die schickt da so ein Weltraumkreuzer los, ein Erkundungsschiff zu einem besonderen Sternenkonstellation, die irre weit weg ist. Das spielt alles in den 2090ern oder also schon ein bisschen weiter hindern, also in die Zukunft gerechnet, da war dann das technisch wahrscheinlich dann schon möglich. Und im Auftrag eben des Firmenchefs, und dieser Firmenchef ist der schon einer, der beinahe das Zeitliche segnet, also ein alter Mann, der sich also nichts sehnlicher wünscht, als eben dorthin zu gehen, um dort zu untersuchen, ob dort vielleicht unsere Vorfahren herkommen, also die Vorfahren der Menschen, weil man eben erkannt hat, anhand eben dieser vielfältigen Darstellung auf der Erde an den verschiedensten Ausgrabungsorten, Höhlen und so weiter, da wurde auch dann nochmal irgendeine gefunden, die noch weiter zurückdatierte, wo dann eben genau immer überall gleich eine Konstellation von Gestirnen abgebildet wird. Und eben nach dieser Vorlage geht man also vor und sucht diese Gestirne und hat sie auch gefunden und wie gesagt, da geht diese Weltraumexpedition hin und da haben sie alle möglichen Spezialisten an Bord und so und das ist das Typische, da sich auseinandersetzen und das also so wie kein Mensch agieren würde, so machen die das da, das ist typisch amerikanisch, kann man sagen, aber ich glaube, die deutschen Filme werden auch nicht viel besser, also jedenfalls ist das Hauptteam sind die Biologen und die sollen eben darauf kommen, eventuell diese Ursprünge der Menschen zu finden, die DNA vielleicht sogar. Und Auftrag ist klar definiert, man soll quasi die Schöpfer des Menschen finden. Und wir wissen, die Schöpfungsgeschichte wird überall auf der Erde so ein bisschen ähnlich erzählt, wie das alles möglicherweise passiert sein könnte. Wir denken an die Geschichte, die also auch von dem Herrn Sitchin da so propagiert wurde in vielen, vielen Büchern, ob das jetzt noch stimmt oder nicht, mit den Anunnaki und eben wie gesagt hier in den Darstellungen eben auch der Riesen, die es ja gegeben haben sollte. Wir wissen, dass es diese Geschichte hier ja auch rumgeht. Da habe ich jetzt auch einiges dazu gefunden.
Das ist in der Bibel auch beschrieben, ne, die also sich auch mit den Menschen paaren und was weiß ich und dann da auch daraus dann Hybriden züchten. Ja, also wenn man die Bibel liest, das ist ein spannenderes Buch, gibt's ja fast gar nicht, ne. Das ist krass, wie es euch geht. Wenn man das so durchliest, ein bisschen die Sprache, okay, die ist ein bisschen altertümlich, aber die Geschichten, die da drin sind, sind schon gewaltig, also. Naja, also ist alles drin, von Sodom bis Gomorra ist in der Bibel alles zu finden. Und jedenfalls haben die da also ordentlich an den menschlichen Ursprungsgenen manipuliert. Wie auch immer das zustande gekommen ist, durch natürlichen Geschlechtsverkehr oder eben einfach durch Genmanipulation sei dahingestellt, das ist nicht ganz klar daraus zu... also es ist, in der Bibel wird eigentlich eher gesagt, dass es da nicht schon um direkten Austausch von Flüssigkeiten geht. Aber wie auch immer, wir waren ja alle nicht dabei. Jedenfalls, um wieder zurückzukommen zu Prometheus und Dulce, bei Prometheus in den Filmen geht es eben darum, dass Prometheus ist der Name dieses Raumschiffes, das da unterwegs ist, dass die also dann dort ankommen und tatsächlich punktgenau dort landen und natürlich Strukturen, künstliche oder ja von menschenähnlichen Wesen möglicherweise hergestellte Strukturen finden. Das ist ein riesengroßer Pilz eingezäunt mit riesengroßen Mauern und die sind da rein und finden den Eingang und gehen da durch die Höhlen und dies und jenes und dann finden sie da eben Überreste von riesigen großen Wesen, die menschenähnlich sind und dann finden sie raus, dass die also einen Helm tragen und nehmen sie den Helm ab und dann das Gesicht und so, das ist dann eben nicht so direkt, das ist eher so gräulich, also gräulich nicht als Farbe, ne? Grautöne, ja. So wie der Mond ja auch schwarz-weiß ist, ne? Den gibt's ja nicht in Farbe, ne? Der ist jetzt schwarz-weiß durch die NASA abgebildet. Okay, das ist nur so ein kleiner Schlenker, erlaube ich mir. Ne? Ich weiß nicht, ob NASA auch schon Stoßtrupps hat, die hier direkt aus der Luft hier dann beim Detlef nach Basel kommen und mich hier rauszerren in ein Raumschiff nach oben, wie auch immer. Okay, aber vielleicht meine Computer sind da nicht ausreichend für die, die brauchen sie dann nicht, die lassen sie mir dann vielleicht diesmal. Ja, und also jedenfalls finden sie ja so jemanden und dann haben sie dann, ja, und dann sehen sie dann alle möglichen Behälter und da sind dann alle Alien Creatures drin. Und das wird dann quasi als, das ist das Interessante. Es geht also nicht um die, wie die Würmer kriechen, wie die groß werden und wie die dann aussehen. Es wird gesagt, das sind Massen. Vernichtungsmittel. Dort sind Massenvernichtungsmittel gehortet, die also irgendwas zerstören sollen. Ja, und dann stellt sich raus, dass dieser Ort, wo sie da gelandet sind, offenbar ja nicht der Ursprung eben dieser Wesen sind, die als unsere Schöpfer gelten, weil man hat natürlich den Genvergleich gleich gemacht, man hat festgestellt, dass es genau dieselbe Genstruktur, wie sie haben, also sind wir absolut identisch von der Genstruktur. Aber das scheint nur eine Außenbasis zu sein und diese Außenbasis wurde offenbar irgendwie durch Massenvernichtungsmittel gekillt. Aber einer hat es geschafft, der bleibt also noch übrig und der, ja, der macht sich dann also auch an die Menschen und will die auch vernichten oder was auch immer. Jedenfalls bringen sie den nachher noch zur Strecke und so weiter. Also ich will den Film ja auch nicht erzählen, dann könnt ihr euch ja recht gerne anschauen mit diesem ganzen Drumherum und Bibabum und das bisschen Knallerei und alles und kommt natürlich auch dazu. Jedenfalls kam das also heraus, dass man also irgendwie vermutet, dass diese Schöpfer eben deswegen nicht mehr da sind, weil sie möglicherweise ausgerottet wurden durch irgendein Massenvernichtungsmittel oder dass sie eben das inzwischen an ihren wirklichen Ursprungsort zurückgekehrt sind und sich eben nicht mehr hier in der Nähe der Erde aufhalten. Weshalb komme ich darauf? Erstens, weil diese Figur, also diese Alien, also der Menschen ähnlich ist, groß ist, also das kommt wieder da, passt dann wieder zusammen mit dieser Nephilim-Geschichte und natürlich auch jetzt ein bisschen habe ich daran gedacht, Mensch, wenn diese Objekte, die da um die Sonne herum sind, das sind inzwischen, hat jemand gezählt, 54 Objekte hat er gesehen, gesichtet. Und es werden täglich mehr. Also dass es vermutet wird, dass sich dort möglicherweise eine Versammlung all dieser Leutchen, die also dieser sogenannten Aliens stattfinden könnte. Und wenn die natürlich größer sind als die Menschen, allein von der Statur schon, dann brauchen sie natürlich auch größere Objekte, ne, wo sie drin fahren, ne, dürfen uns dann nicht. Aber dann fragt man sich auch, was haben die denn auf so einer kleinen
Enklave wie hier der Erde dann zu suchen, das ist ja dann langweilig für die, ne? Passen die ja kaum drauf. Ne? Okay, das wissen wir nicht, ob die wirklich hier, und da wurde auch die Frage gestellt, ja, vielleicht bewaffnen sich deshalb die Regierungen so, weil die eben so eine Alien-Attacke von der Sonne her erwarten, dass die ja also auch mal bei der Erde vorbeischauen und hier die Leutchen ordentlich bestrafen, ne? Möglicherweise, weil sie nicht so gearbeitet haben, wie es eigentlich gedacht war. Und es ist ja immer wieder auch diese Diskussion um Jesus auf der einen Seite, um jetzt mal im christlichen Jargon zu bleiben, und Satan, die also sich ja auch mal bekämpfen. Und dass es eben so ist, dass Satan vor allen Dingen die Frucht Gottes, und das sind jetzt in dem Moment, sagen wir mal, die Menschen, dass er die ja verfremden wollte. Also nichts mehr übrig lassen wollte von der ursprünglichen Schöpfung. Und das ist dann zu verstehen, wenn man dann die Genmanipulation, Züchtung, also Veränderung der, das, dann kann man auch verstehen, weshalb die Dims, also die Illuminati-Leutchen da alle so erpicht darauf sind, auf Blutlinien. Ja, damit sie also ihre Blutlinie beibehalten, aber die anderen durchaus vermischen und vermengen. Oder eben auch durch die gezielten Blutabnahme-Vorgänge oder DNA-Analysen, die jetzt auch alle möglichen Leutchen hier ja fordern, überall wird ihr Blut abgenommen, einfach um festzustellen, zu welcher Richtung gehörst du. Ja? Und das, um dann eben möglicherweise ihr Eugenikprogramm entsprechend auszurichten, um das, und da, ja, ich hatte eigentlich die Sendung wie folgt nennen wollen, Welcome to Satanien, ne? Oder Willkommen in Satanien, hatte ich erst gedacht, weil eben diese Thematik ist ja einerseits hochinteressant, andererseits wissen wir natürlich nicht alles, viele Spekulationen, aber wenn man viele Punkte zusammenführt, dann kommen da Ähnlichkeiten zutage, dann kommen dann die Dinge zusammen, wo man dann sagt, Mensch, das kann doch kein Zufall sein, oder? Ne? Zufall ist ja auch noch so eine Sache. Gibt's ja nicht, ne? Eigentlich. So. Gut, das waren so Gedanken, die mir auch dadurch den Kopf gingen, als ich dann diesen Prometheus-Film gesehen hatte, im Zusammenhang hier mit diesen Informationen, auch von diesem Phil Schneider, der dann auch ziemlich viele Informationen darüber vergeben hat, sodass er dann also bei Jährchen später offenbar beseitigt wurde. Auch die Filmchen vom Phil Schneider über Phil Schneider sind immer viel und schnell verschwunden. Ob das heute immer noch ist, weiß ich nicht. Also sich das mal anzuhören mit dem Gedanken im Hinterkopf, es kann stimmen, kann aber auch nicht stimmen, kann ja nicht schaden, weil man kommt trotzdem mal in gewisse Überlegungen hinein. Denn wir wissen ja nicht, was alles da tief in der Erde passiert. Vieles über unsere Erde ist uns nicht bekannt. Jeden Tag kommen auch wieder hier von den sogenannten DIMS auch wieder neue Fehlinformationen, die gestreut werden. Ne? Wir haben immer das Auge auch auf die Aktivitäten, die hier stattfinden, die geophysischen Aktivitäten auf der Erde. Und da gibt es andauernd hier massenhafte Erdbeben, hier auch im Mittelmeerraum. Das ist unglaublich, was da so los ist, also von der Türkei bis über Griechenland, Italien, bis hin nach Polen und hier jetzt war auch noch und das ist immer hier auch an solchen eben, wie soll ich sagen, so solchen Schnittebenen oder so Schnittkanten, nicht, wo sich die Erdteile eben dann berühren, was in Bewegung ist offenbar, ne? Also gut. Und rings um den Feuergürtel im Pazifik ist ja auch immer ständig was los. Es ist immer irgendwas los, ne? Könnt ihr das ja auch immer gerne selber anschauen. Ja, also da gehen natürlich dann die Fragen hoch. Und warum sprayen sie Chemtrails? Nicht? Die Frage kommt dann einfach immer wieder, weil ja letztendlich die Menschen sich vor Ort ja auch damit selbst schädigen. Auch diejenigen, die vielleicht die Befehle dazu geben oder die ruhig sind und nichts dazu sagen, das einfach in Kauf nehmen. Nicht? Dann fragt man sich ja auch, ich meine, die müssen sie ja, dann sind sie ja selbst mörderisch, ne, quasi, weil sie ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit ihrer Familien und Freunde, Bekannte und was weiß ich, ja auch mit gefährden. Und da war eben in diesem Prometheus-Film auch noch ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind. Es wurde immer wieder CO2 genannt als giftig, als wichtige
wichtige Information. Wahrscheinlich mussten sie das sagen, um das Funding zu kriegen, um bezahlt zu werden dafür, ne? Weil das ist ja dieser Hoax, dieser Spaß, den sich die Illuminati da machen, um uns an der Nase herumzuführen, ne? Diese Erwärmungen, die irgendwo stattfinden, die natürlich ganz andere, wenn andere Ursachen haben müssen, denn nicht nur die Erde erwärmt sich hier und da, sondern auch andere Planeten oder Himmelskörper hier in unserem Sonnensystem. Wir wissen, dass wir ja da eventuell mit einem sogenannten anderen Objekt zu tun haben, der hier möglicherweise auch noch uns beeinflussen wird. Aber da will ich jetzt heute nicht weiter darauf eingehen. Das habe ich schon in anderen Sendungen gemacht. Und da werden wir auch nie 100% schlau sein, erst dann, wenn es passiert. Und da gibt es auch viele unterschiedliche Sichtweisen dazu. Aber das fiel mir eben auf, dass CO2 da eine große Rolle spielte. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt: in diesem Raumschiff befinden sich mindestens, ja, ein Roboter. Und zwar ein menschenähnlicher Roboter. Und der unterscheidet sich eigentlich dadurch, dass er, ja, der braucht keinen Raumanzug und nix. Also, ja, okay, diese Geschichte mit dem Raumanzug, das ist sowieso so ein bisschen fragwürdig dargestellt, weil, ja, sie finden da natürlich auf diesem anderen Planeten, den sie da besuchen, durchaus dann wieder die Möglichkeit, frei zu atmen und so. Okay, lassen wir das mal beiseite. Aber eben diese menschlich aussehenden Roboter brauchen gar keine Raumanzüge eigentlich, zieht ihn aber trotzdem an. Die sind hochintelligent, können unglaublich viel lernen, die können kommunizieren mit den anderen Menschen, wie als ob sie ähnlich sind oder ob sie gleich sind. Und da wird der eine, als dieser Roboter sich diesen Raumanzug anzieht, weil der mitgehen soll, so diese Expedition nach draußen, wird dann gefragt vom Kapitän, ja, wieso ziehst du denn den Raum, brauchst du doch gar nicht. Dann antwortet der, ja, aber ich mache es trotzdem einfach, weil sich die Menschen dann wohler fühlen in meiner Umgebung, dann denken sie, ich wäre eben nicht was anderes, sondern ich wäre genauso wie sie. Ja, und hoppla, da kamen mir natürlich auch gleich wieder so Dinge dann in den Kopf, wo viele schon vermutet haben, dass vielleicht viele von denen, die wir als Menschen sehen, erleben und so weiter, vielleicht gar keine Menschen sind. Ja, auch das haben wir schon mal hier und da diskutiert. Das wirft diese Frage auf. Und der größte Unterschied dieses menschlichen Roboters zu den Menschen als solches ist, dass er eben keine Seele hat. Ja, keine Seele hat. Und diesbezüglich hatte ich auch schon mal eine Frage bekommen von einem Zuhörer, die ich jetzt hier nicht wortwörtlich wiedergeben möchte, aber so inhaltlich, der so immer wieder fragt, ja, wie ihr erzählt immer von Seele und dies und jenes und wie seid ihr euch denn eigentlich so sicher, dass es überhaupt eine Seele gibt und so weiter. Die Seele scheint ein ganz wesentliches Differenzierungsmerkmal zu sein von eben den Wesen, die mitfühlend sind, die, ja, kann sie als die Guten bezeichnen vielleicht, und dann eben denjenigen, die komplett gewissenlos sind, die ohne Skrupel sind, die keine Empathie empfinden, die überhaupt keine, ja, Mitmenschlichkeit haben oder so, jetzt als extrem gesprochen, vielleicht gibt es auch Mischformen oder so, aber die haben dann einfach möglicherweise keine solche Seele, oder deren Seele, wenn sie eine haben, ist anders strukturiert. Auch das wissen wir nicht 100%. Aber das kam mir eben jetzt hier als Information, und da ist mir das besonders aufgefallen, dass das die Differenzierung ist zwischen dem einen und dem anderen. Und dass darauf so hingewiesen wird, hat ja einen Informationscharakter bei diesen Fehlern, das wissen wir. Entweder will man uns damit was sagen, uns auf eine Situation hinweisen, oder eben ja, oder uns in die Irre leiten, natürlich, die Möglichkeit ist auch da. Aber wenn das so wäre, nur mal gedacht, ja, dass die letztendlich nachher übrig bleiben sollen, eben Wesen sind, die ähnlich diesem menschlichen Roboter aus diesem Prometheus-Film, der absolut identisch ausschaut, eigentlich schön oder gut aussehend ist, vom Körper, von Gesichtszügen und so, was weiß ich, aber das Merkmal hat, dass ihm das alles nichts ausmacht, die Umwelteinflüsse, das heißt Vergiftung oder Kälte oder Wärme oder was auch immer da ist, macht ihm nichts aus, und die wesentliche Merkmalsunterscheidung ist keine Seele. Ja. Und das ist hochinteressant. Auf der anderen Seite ist eben dieser menschliche Roboter dort in diesem ja, diesem Film jemand, der also die Menschen infiziert.
Das heißt, er nimmt sich Teile, er ist ja mit in dieser Expedition, nimmt sich eben von diesen sogenannten Massenvernichtungsmitteln was mit, ja, nimmt eine solche Urne, ist eine riesengroße Urne, wo eben dieses dieses wurmähnliche Zeug da drin rumschwimmt, nimmt er mit in so einem Plastikbeutel und schmuggelt das mit in das Raumschiff. Und dann ist es eben so, dass der dann implizit eine Frau diesbezüglich ihr was zu trinken gibt, also ganz höflich so, na, willst du nicht was trinken und so. Also er führt sich auch so ein bisschen als Diener da auf, hat aber den Hintergedanken, diese Frau mit einem Teil dieses Körpers, diese DNA von diesem biologischen Massenvernichtungsmittel, was nachher wie so ein Alienwurm, was weiß ich, da agiert, zu verseuchen, indem man es in das Getränk hineintut und sie trinkt das alles aus und dann wird sie schwanger davon, ja, und dann bildet sich das in dem Bauch und was, ach, irgendwie so in der Richtung. Ihr könnt euch vorstellen, wie das dann weitergeht. Also, das fand ich hochinteressant. Ich meine, wenn das stimmt, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es eben Leute gibt, die in Führungspositionen sind, die das auch in Auftrag geben, eben dieses Sprayen und so, dass die möglicherweise überhaupt gar nicht davon beeinflusst werden, was da oben passiert. Und im Gegenteil, da kann alles passieren. Das ist, wie gesagt, eine Spekulation. Ja, ich weiß es nicht. Es wäre nur aufgrund eben dieser Informationen abzuleiten, dass das also Wesen sind, die davon nicht betroffen werden, sondern nur das andere, das menschliche Leben wird ausgelöscht. Und dabei natürlich auch die Natur. Ja, weil die Natur braucht man dann ja auch nicht. Ja? Wenn diese Person zum Beispiel auch nichts essen muss, dieser biologische Computer, sondern irgendwie anders existiert, wie auch immer, es wurde da nicht so ganz klar gezeigt, wie der sich also da, wie der so funktioniert von der Energiezufuhr. Dass man dann natürlich auch Tiere nicht mehr braucht und Pflanzen nicht mehr braucht und was weiß ich und ja, all das. Und das ist natürlich erschreckend. Nicht? Wenn das das vielleicht nicht so sein sollte, dann welcome to Satanien. Nicht? Das war meine Überlegung zur heutigen Sendung. Vielleicht schreibe ich das unter diesem Titel auch einen Bericht hinterher. Mal sehen. Ja, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Das sind natürlich jetzt mal so ein bisschen ausgesprochene Spekulationen, die ich ja so jetzt aufgrund eben dieser Informationen einfach mal gesagt habe. Und das ist, ich finde es so spannend, weil wir uns ja alle Gedanken machen, wir verstehen ja auch gar nicht, wie beispielsweise in den Jobcentern, ne, wie die sich gegenüber den Mitmenschen verhalten, also das Hartz-IV-Schichtchen, ne, dass die einfach mit denen machen, was sie wollen, nicht nur aus Powertrip heraus, sondern es gab jetzt auch eine Meldung hier in, das hatte ich vom Labara Barber gehört, der hat ein Video hochgespielt, dass da wieder irgendwo ich glaube, das war im Saarland irgendwo, Rheinland-Pfalz oder so, irgendwo in der Ecke, wieder eine Familie umgekommen ist, weil man ihnen den Strom abgestellt hat. Ne? Das sind vier oder fünf Kinder in der Dachgeschosswohnung umgekommen, weil das Feuer gefangen hatte, weil der hat keinen Strom mehr, ja, die hatte man ihn abgestellt, weil die irgendwie, was weiß ich, 2.500 Euro irgendwelche Schulden hatten, das nicht mehr bezahlen konnten, Hartz-IV-Empfänger waren, ja, die Eltern, vielleicht die Kinder auch, weiß nicht, wie das genau war, und die hatten also nur noch Kerzen, die hatten sich mit Kerzen dann da irgendwie Licht gemacht. Und da muss irgendeine Kerze möglicherweise irgendwas in Brand gesetzt haben. Kinder vielleicht damit rumgespielt, irgendwie unachtsam oder so. Sind alle tot. Ne? Also eine ganz schöne, grausame Geschichte. Also das, und wie eben dann so Menschen sowas machen können. Das ist einfach unglaublich. Ja, ja, also ich würde mal sagen, das sind also ganz harte Geschichtchen, die da also ablaufen. Und ich kann jetzt also nicht sagen, wie es wirklich ist. Das werden wir irgendwann vielleicht erfahren, ob das in diesem Leben ist, zu unserer Lebzeit oder erst, wenn wir es vielleicht hinter uns haben. Wir wissen ja auch nicht, wie das ist, ob man es hinter sich hat oder nicht. Also, jo, schauen wir mal. Ne?
Es ist nicht so ganz einfach, sich mit diesen Dingen so zu beschäftigen, weil man muss ja dann schon gedanklich irgendwie aus seiner Matrix mal einen Moment raus. Ne? Viele sind ja einfach nur damit beschäftigt, so, oh, die wollen jetzt hier schon wieder Kohle von mir, jetzt der Gerichtsvollzieher steht schon vor der Tür, was soll ich machen? Nichts mehr zum Einkaufen und so. Also all diese Alltagsprobleme, die uns die Matrix ja aufdrückt, damit sie uns voll in ihrer Abhängigkeit halten kann, damit wir in diesem System stecken, um ja gar nicht den Kopf hinaus zu wagen, aber wir müssen es dann doch vielleicht mal machen, um zu erkennen, dass ganz andere Dinge da auch vielleicht noch ablaufen, die wir nicht kennen, die wir nicht wissen. Natürlich weiß ich auch nicht, ob das, was ich jetzt vorhin so locker vom Hocker mal so gesagt habe, ob das auch alles Hand und Fuß hat. Es gibt noch viele Hinweise, Indizien, könnte man es vielleicht nennen, die, wenn man auch die Punkte miteinander verbindet, die irgendwie dann doch einen ja, gewissen Sinn machen. Und diese Zeit, die nehmen wir uns ja auch mal, darüber nachzudenken, auch das mal auszusprechen. Ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass wir frei im Kopf bleiben und uns nicht per se einschränken lassen durch die Matrix, die das natürlich gerne möchte, dass wir uns nur mit diesen Problemen beschäftigen, nur mit dem, was die Matrix uns diktiert, und ordentlich funktionieren, einfach arbeiten und das und Geld verdienen müssen wir uns. Wir müssen es uns verdienen, das Leben, dass wir überhaupt hier dahin vegetieren dürfen durch ja durch eine Handvoll Leutchen, ne, die, die das dirigieren. Aber wir wissen natürlich nicht, in welchem Auftrag und wenn da eben so einer wie der Satan dahinter stecken sollte, wie immer man den jetzt bezeichnet oder wie man ihn nennt. Aber sicherlich auch mehr als nur ein ganz gewöhnlicher Mensch sein dürfte. Eben vielleicht ein Wesen, das die dunkle Seite darstellt, wie auch immer. Der also auch Macht hat. Tja, kann man sich das schon vorstellen. Ne? Gut, wie auch immer. Jedenfalls denke ich, das ist wichtig, dass wir auch diese Freiheit im Kopf behalten, uns darüber auszutauschen und durchaus mal sowas auch zu spekulieren. Ne? Denn jetzt nur sich um nur Rechtsfragen, wenn es nur um Rechtsfragen geht oder nur um wie schreibe ich hier Verwaltungsakt und Widerspruch und bla bla und diese, bewegen wir uns ausschließlich in einer uns aufgedrückten Matrix und erkennen nicht, dass es einfach ja nur ein ganz, ganz kleines Teil des Lebens ist, was eigentlich da ist. Ne? Oder? Und deswegen ist es bei mir gewöhnungsbedürftig, dass ich das auch mal anders mache und auch solche Dinge auch in einem durchbringe, ja, oder? Ja, schauen wir mal. Tja. So, und wie gesagt, wir werden also noch viel, viel erleben. 2012, habe ich ja schon mal gesagt, auf Hinweis eines Zuhörers oder Zuhörerin. 2012 ist unser Jahr. Wir werden also viele erleben hier in diesem Jahr und 2012 nach unserer Zeitrechnung. Nicht? Also andere Völker, andere Kulturkreise haben andere Zeitrechnungen, aber sagen wir mal 2012, ja, damit. Aber es geht wahrscheinlich munter weiter. Ich glaube auch nicht, dass die Welt untergeht, sondern dass es einfach eine neue Erfahrung gibt für uns alle und wir merken das ja auch. Jeden Tag irgendwie wirkt etwas auf uns ein. Gestern sagte mir jemand, Mensch, also irgendwie der Himmel sieht anders aus und ja, und dann sagte einer, ja, ich habe das gesehen, wie so in dem langsam untergehenden Sonnenabend, Sonnenerlebnis, konnte man irgendwie sehen, wie so ein Kanal, ja, hatte sich da aufgetan. Also es kommen spannende Sachen auf uns zu. Und die Diskussion mit den Dimensionen, in welche Dimensionen man da vielleicht hineingerät und so weiter, werden wir alles sicher erfahren. Alle, die sich dafür öffnen, alle, die sich nicht öffnen, die kriegen ja eh nichts mit. Ne? Deswegen versuche ich ja, ein paar Leute mit euch zusammen aufzuwecken, damit sie das mitkriegen. Ist doch spannend. Ja? Und wir werden alle diese Matrix-Problemchen irgendwie lösen. Ja? Und wenn, ja, bricht wahrscheinlich das Ding ja sowieso in sich selbst zusammen. Sie wollen es ja auch zusammenbrechen lassen, weil nur dann ihre ja noch finsteren Pläne umgesetzt werden können, nämlich die absolute Diktatur in der Hand nur einiger weniger, die zwar schon insgeheim
stattfindet im Moment, aber natürlich noch viel drastischer, noch viel plastischer, noch viel grausamer umgesetzt werden kann. Ja, und da sind sie dran, ne? Das wollen sie. Und das kann man eigentlich überall erkennen, ne? Wie das also abläuft und so. Ich habe auch schon mal gesagt, hier mit diesen ganzen, ich habe ja auch so Gerichtsverfahren hier in der Schweiz, die brauchen immer ewig lange, bis sie so einen Schriftsatz zurückschreiben, um ihre Argumente zusammenzufummeln und meine eben zu entkräften oder eben das zu irgendwie zu begründen, was die vorherige Partei da schon gesagt hat. Für mich sind das einfach nur Bankster-Angestellte, ne? Die arbeiten für die Bankster und alles wird eben so hingebogen, dass das irgendwie so schön ausschaut. Ich weiß, es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr so zu solchen Gerichten zu gehen. Eigentlich gar keinen Wert, ne? Weil die arbeiten ja sowieso für die Bankster. Also warum soll man da hingehen? Okay, zu Aufklärungszwecken mache ich das, ja. Ich schreibe das hin, damit sie wissen, dass wir Bescheid wissen und dass ich auch selber ein paar Gedanken mache und der ein oder andere kommt vielleicht auch im Trichter und so, aber eigentlich kannst du das alles sparen. Auch hier mit den BRD-Gerichten, den schreibe ich jetzt alle nur noch hin, die sollten mir nachweisen, bitteschön, dass ihr Amtsgewalt über mich habt, als natürliche Person, als biologische Person, das sollen sie detailliert nachweisen. Und das können die ja eh nicht, das in der BRD sowieso nicht, weil die ja noch nicht mal konstitutionell in ihrem eigenen Matrixgebilde existent sind, sondern einfach, das sind einfach ein Haufen Privatleutchen, die sich verschworen haben, gegen den Rest der Bevölkerung, um uns auszusaugen. Blutsauger. Ne? Bloodsucking heißt das auf Englisch. Ne? Englisch hört sich auch gut an. Ne? Bloodsucking. Ja, das ist zu machen. Also mehr fällt dir da nicht ein. Also. Das ist meine Sichtweise. Weiß nicht, wie ihr das seht. Da könnt ihr mir auch gerne, ja, ich hoffe, dass das jetzt am Donnerstag wieder klappt. Wir müssen aber das alles nochmal hier auf Herz und Nieren durchprüfen. Dass uns ja das hier auffällt, was da möglicherweise irgendwie was vorgeht. So, hier kriege ich noch eine Info. Ich soll auf eine Veranstaltung hinweisen in Nordrhein-Westfalen, in Löhne. In Löhne, ja. 32584 ist die Postleitzahl, also BRD, ne. Da ist irgendwie eine Veranstaltung am 31. August 2010 steht da, wahrscheinlich ist 2012 gemeint, denn das wäre jetzt ein ganz schöner Zeitsprung, da schaffen wir nicht so schnell, uns zu in die Einzelteile auseinander zu dividieren und dort wieder in die ganzen genproduzierten DNA-Fläche wieder aufzubauen. Aber wer da sich anmelden möchte, da geht es also um alle möglichen Fragen, BRD, Gerüchte, alternative Energien, Natur, Umwelt, Chemtrails, was weiß ich, kann sich anmelden unter Telefonnummer 05732 680 4170. Dann müsst ihr euch da erkundigen, weil ich da nicht vorhabe, fast auch schon keine Zeit mehr. So, also Leutchen, hin und wieder kann ich solche Sachen nochmal vorlesen. Aber wie gesagt, wir müssen am Ball bleiben, dürfen uns über nichts wundern, Leutchen. Ne? Aber immer wachsam sein und denkt dran, es schadet nichts, sich immer gut zu bevorraten mit allen möglichen, was man immer so braucht zum Überleben. Ne? Ich war jetzt zum Beispiel ein paar Tage überhaupt nicht mehr einkaufen. Ne? Ich habe gerade Lust. Ich habe mir vorgestellt, Mann, mich in so einen Konsumtempel da wieder reinquälen, weil es gibt kleine Geschäfte kaum oder wenn, dann sind die ja so riesig limitiert in ihrem Sortiment. Ne? Da gibt es also auch nichts Frisches und so unbedingt. Und ich kaufe frische Sachen ja gerne immer beim Bauern, aber da muss man auch wieder irgendwo hin. Also ich hatte keine Lust. Und was habe ich gemacht? Lebte von den Vorräten. Ne? Geht also auch. Kann man also gut machen. Und das müsst ihr auch. Ne? Vor allen Dingen Wasser. Wasser ist wichtig. Denn es ist überlebenswichtig. Vor allen Dingen sauberes, frisches Wasser. Wobei man natürlich nicht weiß, was die da alles reinmengen. Aber wow, dann habe ich mir, ich wohne ja in der Schweiz. Da habe ich mir hier irgendwo was besorgt. Ja. So eine Nachspeise, ne, und sowas. Da muss auch mal hin und wieder sein. Und da habe ich dann erst hinterher auf die ganzen Bestandteile geguckt. Da war ich wieder mal zu schnell, ne. Und dann waren da Backtriebmittel drin, ne. E450. Das ist diese Bezeichnung. Da muss man mal reingucken, was E450 ist. Da weiß ich, ob ich den gleich hingeschrieben habe. Das Zeug habe ich wieder weggehauen. Und man hat keine Antwort mehr gekriegt von denen. Naja. Also man sollte
Aber du weißt das ja auch nicht. Wenn du draußen unterwegs bist, weißt du auch nicht, was E450 ist. Wusste ich jetzt auch nicht. Aber ich habe dann hinterher nochmal nachgeguckt und war also mehr als erschrocken. Ne? Da habe ich mir schon, was mengt ihr da bei uns ins Zeugs rein, das Essen? Und dann müsst ihr euch beschweren. Wenn ihr sowas findet, einfach den Leuten schreiben, damit die auch sehen, dass wir das nicht mitmachen, dieses Vergiften. Ja, einfach so. Ne? Bloß weil es denen so einfällt. Ne? Oder? Das ist ja das, was sie wollen. Das ist ja auch da oben drin in diesen Chemtrails. Ne? Ein möglichen Schrott, möglicherweise auch, was weiß ich, irgendwelche radioaktiven Abfälle, die Sonne loswerden wollen. So wie Jauche, die sie uns da runter spritzen da. Und damit das nicht so auffällt, dann haben sie diese Polymere da oben noch mit ausgebracht, damit das noch ein bisschen so schwebt. Ne? Okay, und alle möglichen anderen Sachen, die sie da rein machen und so weiter. Naja, wie auch immer. Ja, Leutchen, also klasse, dass ihr heute so super eingeschaltet habt. Und ich werde versuchen, gleich nochmal die Wiederholung einzuspielen. Müsst also bitte alle dranbleiben. Da gibt's eine kleine musikalische Pause zwischendrin. Ne? Und wenigstens ein Lied spiele ich jetzt zum Abschluss der Sendung. Und zwar von Manuel. Hat er mir zugeschickt. Neuer Song von ihm. Hide and Seek. Ne? Verstecken und suchen. Ne? So wie Ostern. Ostereier. Die sogenannte paganische. Gut. Okay, das ist noch ein anderes Thema. Denke, wird auch nochmal spannend. Also, ihr könnt mir auch schreiben, wie ihr den Titel findet hier mit Welcome to Satanien oder Willkommen in Satanien. Ob das was ist für eine Veröffentlichung, wer da noch was reinschickt, ja, herzlich gerne, oder? Also, schauen wir mal. Ja, also Leutchen, herzlichen Dank. Und ich bin wahrscheinlich, nee, ganz sicher, am Donnerstag wieder live dabei von 16 bis 18 Uhr. Und ja, also gehen wir's mal an, ne? Backmaus, sagte irgend so einer von den Crabs, sagte das schon mal, oder? Wie war das? Also, bis gleich, Sedette von Wake News Radio. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.